So Leute, willkommen zurück zu Pokémon White. Als erstes mache ich etwas, was ich eigentlich schon längst hätte tun sollen. Und zwar will ich hier den Detektor aus. Und wenn ich jetzt hier Y drücke, dann taucht er sofort unten auf. Ihr seht es. Gut. Und ich glaube, ach Moment, noch was habe ich vergessen, verdammt. Und zwar Haxe wieder an die erste Stelle zu machen. Ach komm jetzt, werde ich nicht, gut. So, und jetzt wieder Detektor an, ausgezeichnet, klappt doch. Und ich glaube, in diesem Part werden wir sogar noch schaffen, unser zweites Pokémon zu fangen. Ich hoffe es wirklich, denn es sollte hier irgendwo herumlauern. Was glaubt ihr, welches es ist? Naja, egal. Als erstes müssen wir mal gegen dieses Mormen oder wie auch immer es heißt, kämpfen. Dieses Pokémon werdet ihr nur in der freien Wildbahn finden, in der Edition Schwarz. Also, wenn ihr findet, wow, oh mein Gott, dieses Pokémon sieht so genial aus, dann kauft doch Schwarz. Und als nächstes kommt Shurine. Und dieses Pokémon kann man ausschließlich in Weiß fangen, also in der freien Wildbahn. Man kann es natürlich später per GTS oder was auch immer mit den beiden Editionen tauschen, aber so im Spiel kann man es nur in Weiß fangen. Wenn ihr euch jetzt denkt, oh mein Gott, dieses Pokémon, es sieht so wundervoll aus und ich will es unbedingt haben, dann kauft doch die weiße Edition. Aber es ist natürlich weiterhin euch überlassen. Die Edition spezifischen Pokémon machen jetzt für mich nicht wirklich den Unterschied aus und ich werde auch nicht, ja, also ich habe auch nicht deswegen die Edition Weiß genommen, weil ich die Pokémon Weiß besser finde oder so. Ich weiß nicht, ich finde Weiß einfach eine schönere Farbe als Schwarz und ja, außerdem ist das legendäre Pokémon in der weißen Edition das Schwarz. Ich will nicht spoilern. Ihr wisst es natürlich nicht. Natürlich wisst ihr es nicht. Na gut. Wir erreichen als nächstes ein Level Up. Das finden wir ganz toll. Und er versucht Rollout. Ich glaube, das ist Walzer. Ja, das ist Walzer, oder? Mal schauen. Ja, das ist eindeutig Walzer. Und Walzer soll er nicht lernen. Nö. Sollst du nicht, behalte die alten Attacken und Walzer nicht gelernt. Denn Walzer ist, ich sag's mal so, eine nicht ganz so tolle Attacke. Gut, holen wir uns diesen Superball hier, den können wir doch gleich super benutzen, um unser nächstes Pokémon zu fangen, wenn wir es denn finden. Und, oh, der Detektor schlägt aus. Ab vorher kämpfen wir gegen diesen Heini hier. Gut, hallo Heini, was hast du uns zu sagen? Ey, yo, ich bin voll der Teenager und ich habe voll das coole Pokémon, nämlich Otamaro. Ja, du hast ein wirklich cooles Pokémon, das muss ich zugeben. Aber Haxe verspeist deine Kaulquappe zum Frühstück und nicht zum Mittagessen. Denn zum Mittagessen verspeist er größere Viecher, nämlich die Entwicklung von Otamaro vielleicht. Nee, egal. Aber schaut doch Otamaro an, so ein trauriges Pokémon. Ist die ganze Zeit traurig, das finde ich irgendwie traurig. Keine Ahnung, wie ich das finden soll. Auf jeden Fall ist ganz niedlich eigentlich, obwohl es traurig ist, ja. Gut. Aber gab es schon mal eine Kaulquappe in Pokémon? Ich glaube nicht. Nein. Oder ich habe sie vergessen. Egal. Wie dem auch sei, auf jeden Fall sind alle seine drei Otamaros besiegt. Und ja, ihr seht es, wie einfallsreich die Entwickler sind mit den Pokémon verteilen und so. Und ein Gegengift erhalten und hier unten sollte noch ein Gegenstand lauern. Ja, hier ist er. Noch ein Gegengift. Wow, jetzt haben wir schon zwei in diesem Park gefunden. Und hier Item. Supertrank erhalten, ausgezeichnet. Und hier finden wir schon, ja, hier finden wir schon zweimal das Pokémon, das wir eigentlich suchen. Und wir fangen uns dasjenige mit mehr Leveln.
Gut, deswegen mache ich mal Armstoß auf das linke und mit Bidiza einen Biss auf das rechte. Ja, ich werde mir... Nein, ich habe das falsch angegriffen. Okay, es überlebt sogar. Und es greift mich an mit dieser Attacke und besiegt meinen Sklaven. Oh, das ist nicht so toll und das ist genauso wenig toll wie das vorherige. Na gut, Yapu kommt rein. Yapu, Yapu, Yapu. Komm, es sollte noch ein... Also das linke sollte noch einen Kratzer aushalten, glaube ich, bevor es drauf geht. Hoffe ich auf jeden Fall. Komm schon. Und ich glaube, ja, dieses Pokémon kann man hier nur in diesem dicken Gras finden, welches halt dicker ist und... ja, dickeres Gras, welches halt dicker ist. Nee, sondern welches Zweierkämpfe verursacht. Und los, ein Kratzer. Ja, es hält ohne Probleme ein Kratzer aus. Ausgezeichnet, dann werfen wir doch mal einen Superball auf S. Auf sie, auf S. Wie auch immer. Und hoffen mal darauf, dass wir es fangen. Ja, ausgezeichnet mit dem ersten Superball. Ich hätte es lieber mit dem Pokéball gefangen, denn Pokébälle sind cooler, finde ich. Sie sehen besser aus als Wasserbälle. Aber hier, wir haben eine wunderschöne Kaulquappe und wollen wir ihm einen Spitznamen geben? Natürlich geben wir ihm einen Spitznamen und zwar nenne ich das Pokémon. Wow, einfallsreich. Aga, ich nenne es. Oh, ihr seht es ja gar nicht, so ich muss es euch zeigen. Hier, Aga. Wow, wow, wow. Und wieso es Aga heißt? Tja, wer weiß, wer von euch weiß wohl, wie die letzte Entwicklung dieses Pokémons aussieht, der wird wohl auch wissen, wieso es Aga heißt. Ansonsten seid mal gespannt, es hat eine Persimbeere. Die klauen wir ihm doch gleich mal. Ja, wir haben eine Persimbeere erhalten. Und wir setzen es mal an die erste Stelle, um zu schauen, wie es so kämpft. Zum Beispiel, oh, Moment. Hier oben hat es nämlich noch ein Item, das holen wir uns auch gleich. So, hier sollte es sein. Ja, und zwar ein kleiner Pilz. Genau. So, kämpfen wir gegen dich, junger Mann. Ach, wir haben schon gegen dich gekämpft, junger Mann. Gut, dann kämpfen wir nicht gegen dich, sondern gegen dich, noch jüngerer Mann, der du genauso jung bist wie der andere Mann. Gut, oh, ich habe gar nicht geschaut, was unser Aga für eine Fähigkeit hat. Ich glaube, das kann ich schon spoilern, und zwar, ich würde gern, dass es später, wie heißt das? Nein, ich weiß gar nicht, wie die Fähigkeit heißt, auf jeden Fall. Machot. Los, zeigen wir ihm, wie Machot aussieht. Bam! Und das senkt die Spezialverteidigung dieses, was Spezialverteidigung, die Geschwindigkeit dieses Fuzude. Und dieses Fuzude sieht irgendwie nicht gerade begeistert aus, so irgendwie. Hey, yo, ich muss hier kämpfen, aber irgendwie habe ich keine Lust. Und Aga erhält schon seine ersten 18 Erfahrungspunkte. 18, keine Ahnung, wie viele Erfahrungspunkte, auf jeden Fall ein paar. Gut, als nächstes kommt dieser Yorkshire Terrier. Diesen greifen wir auch mit einem Blubstrahl an. Und es besiegt uns mit einem Tackle. Gut, ihr müsst dazu noch wissen, Aga ist jetzt nicht gerade stark, aber mir gefällt es einfach und es wird noch stärker, keine Angst, wenn es sich entwickelt. Gut, aber erstmal diesen Yorkshire Terrier besiegt und in die Schranken gewiesen und ja, das ganz toll gefunden. Und was machen wir jetzt? Jetzt schaue ich nämlich, was für eine Fähigkeit es hat. So, Summary. Und ja, genau, das es hat die Fähigkeit, die ich wollte. Ausgezeichnet, Aga, du machst mir Freude. Wir gehen nicht Pokémon heim, sondern wir gehen hier nach rechts und wir werden von einem wilden Pokémon entlarvt, ertappt, was wie auch immer. Was rede ich da für einen Scheiß? Gut, eigentlich. Oh, wieso habe ich nicht gleich Hex an die erste Stelle gesetzt? Das verschwendet doch nur Zeit. Und ihr denkt doch wahrscheinlich auch schon, wieso gehst du nicht einfach in den Wald, Mann? Mach doch nicht dieses unnötige Zeug. Unnötig, unnötig. Und wie wir sehen, gibt es da
das Pokémon doch nicht nur im Doppelgras, aber ich nenne es mal Doppelgras. Im Doppelgras ist halt die Möglichkeit größer, eines zu finden, da ja zwei Pokémon drin vorkommen. Oh mein Gott, die deutsche Sprache ist eine schwere Sprache und wir kämpfen als nächstes gegen diese Holdemite. Diese Holdemite ist eine Karate-Kämpferin oder Kung-Fu-Kämpferin oder was auch immer. Da habe ich nie wirklich so drauf geachtet. Und ja, Nitro Charge. Ja, guter Satz, da habe ich nie wirklich so drauf geachtet. Aber naja, Nitro Charge. Was wird der wohl einsetzen? Er setzt Energiefokus ein. Das macht uns überhaupt nichts, denn wir greifen ihn mal zur Abwechslung mit einer Glut an und damit ist er auch schon besiegt. Das Pokémon oder sie, die Trainerin, wie auch immer man es nimmt. Oh, habt ihr den Lag, also diesen Bug gesehen? War etwas unschön, aber ihr müsst das verzeihen, ich weiß, Emulator und so, ihr versteht. Was heißt hier Emulator? Ich spiele es natürlich auf dem DS nicht. So. Dieser Schwarzgurt hat natürlich, wieso natürlich? Er hat einfach auch so ein Macholo-Klon der fünften Generation. Und dieser steckt ein bisschen mehr weg. Setzt aber auch Energiefokus ein. Und deswegen können wir ihn mal zur Abwechslung mit einem Tackle besiegen. Wisst ihr, ich will nicht immer genau die gleichen Attacken machen. So ein bisschen Abwechslung und ja, das soll halt abwechselnd ein bisschen sein. Geh auf die Seite. Ach komm. Nee, komm jetzt, du willst mich verarschen, Junge. Und ich werde von einem Pokémon erwischt. Und ihr denkt doch, wieso setzt du jetzt nicht einfach Schutz ein? Ja, ich wollte einfach nicht noch in diesem Part Schutz verschwenden, sondern erst, wenn wir im Wald sind. Aber ich hätte es wahrscheinlich doch tun sollen. Schon wieder ein Lag, ein Bug. Habt ihr es gesehen? Ihr habt es natürlich nicht gesehen, denn da war nichts. Und wenn ihr es doch gesehen habt, dann habt ihr falsch gesehen. Ich sage es euch, ihr lagt so viel an LSD-Kröten herum. Das war ein kleiner Hinweis, wieso es Aga heißt, unser neues Pokémon. Wer hat ihn verstanden? Wer hat ihn verstanden? Wir gehen zurück und hoffen, dass uns kein Pokémon trifft und ausgezeichnet, wir heilen unser Pokémon geheilt und wir sehen uns im nächsten Part, denn dann gehen wir auch schon in den Wald rein und ich stelle schon mal die Pokémon so um, wie ich sie will. Also bis dann, Leute, man sieht sich. Wir müssen ja noch diesen Skelettkopf finden. Bis dann. See you later, Alligator.